In der Botanik stoßen wir immer wieder auf Sammelbegriffe, die bestimmte Taxa als Gruppen zusammenfassen. So ist dies auch bei den Mono- und Dicotyledonen, die innerhalb der Angiospermen, also der bedecksamigen Pflanzen, auftauchen. Doch was bedeuten diese Begriffe und wie kann ich die Vertreter dieser Gruppen unterscheiden? Schauen wir uns dazu zunächst die Wortbedeutung an. Mono steht für ein, Di steht für zwei und Kotyledonen sind Keimblätter. Das heißt, monokotyle Pflanzen haben ein Keimblatt und dikotyle dementsprechend zwei. Wenn Sie also eine sehr junge Pflanze finden, die bisher nur ein solitäres oder zwei gegenständige Blätter zeigt, dann können Sie die Pflanze bereits als ein- oder zwei Keimblättrige einordnen. Keimblätter haben meist eine andere Gestalt als die eigentlichen Laubblätter und bilden sich häufig auch nach dem Ausschieben dieser zurück, sodass wir diese nicht mehr zur Einordnung nutzen können. Was haben wir dann für offensichtliche Unterschiede? Monokotyledonen haben grasartige, also lanzettliche Blätter mit einer Parallelnervatur. Dicotyledonen haben eine verzweigte Nervatur und nur sehr selten parallele Nerven. Die Form der Blätter ist mannigfaltig. Finden Sie also eine Pflanze mit lanzettlichen Blättern, schauen Sie auf die Nervatur. Zudem gibt es im Blütenaufbau Unterschiede. Wobei dicotyledone Pflanzen im Kelch, also Sepalen und Kronblätter, die Petalen gegliedert sind, haben die Monokotyledonen ein sogenanntes Perigon. Tulipa, eine Liliaceae, ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Die Blüte hat im Zentrum einen Fruchtknoten mit drei Narben, das Gynoeceum und als zweiten und dritten Wirtel die Staubgefäße, das Androceum. Nach der Alternanzregel folgen dann versetzt die letzten zwei Wirtel mit je drei Perigonblättern, die sich in diesem Fall äußerlich nicht unterscheiden. Die Tepalen, die Perigonblätter, können kelchartig, also unauffällig, oder kronartig, also wie hier stark gefärbt und deshalb auffällig gestaltet sein. Besonders bei Taxa mit kronartigem Perigon können sich die Tepalen des äußeren und inneren Wirtels unterscheiden. Beispiele dafür bieten uns die Schwertlilie und zahlreiche Orchideenarten. Einige Gruppen, sowohl der Mono- als auch der Dicotyledonen, haben anstelle von großen, auffällig gefärbten Blütenblättern gefärbte Hochblätter und nur reduzierte eigentliche Blütenblätter. Bei den Bromelien, also Monokotyledonen, oder beim Weihnachtsstern, einer Dicotyledonen, können Sie dies sehen. Beim Weihnachtsstern sieht man jedoch deutlich, dass es sich bei dem gefärbten Schauorgan nicht um eigentliche Blütenblätter handeln kann. Blütenblätter haben eine Parallelnervatur. Wenn Sie zweifeln, schauen Sie etwas genauer hin und suchen Sie zwischen den Schauorganen nach der eigentlichen Blüte. Musik.